Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute soll es um diesen Hund gehen, diesen Luftballonhund. Der ist gehäkelt. Warum er noch nicht ganz fertig ist, erfahrt ihr am Ende vom Video. Und dann schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ja, genau. Wie man den häkelt, das zeige ich euch heute. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Und wenn euch das Video gefällt, ihr wisst, gerne Daumen nach oben, Abo dalassen und sowas alles. So, los geht's. Wenn euch das Video gefällt, ihr wisst, gerne einen Daumen nach oben dalassen oder ein Abo dalassen. Jetzt geht's aber wirklich los. Und zwar habe ich mir diese Wolle ausgesucht. Das sind 50 Gramm von Gründel. Da, ja, 50 Gramm. Nadelstärke 3 bis 4. Ich kenne die Wolle. Wenn man die mit Nadelstärke 4 häkelt, wird das ein bisschen grobmaschiger. Das möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Deshalb häkel ich mit Nadelstärke 3, wie ihr sehen könnt. Ja, zu der Wolle eurer Wahl. Also ich habe jetzt hier eine Baumwolle genommen. Baumwolle ist zum Häkeln für solche Tierchen immer am besten. Braucht ihr noch Füllwatte? Da habe ich mir, also ich habe die einfach bestellt. Das war die billigste bei Amazon. Also ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder nicht. Ich habe meine Kürbisse damit gestopft, aber wahrscheinlich auch zu lasch gestopft. Da muss ich selber noch gucken, wie das so mit dem Stopfen ist. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir fangen an mit einem magischen Fadenring. Der geht total einfach, wenn man den Anfang der Wolle gefunden hat. Und zwar nimmt man sich den Faden, hier ist das Ende, einfach hier rum, hält den so fest, legt sich den einmal so nach hinten. Dann geht man hier durch, holt sich den Faden, häkelt das Ganze. So, und da haben wir unseren Anfang. Jetzt, ihr häkelt das Ganze einfach nur mit festen Maschen. Mehr braucht ihr dafür nicht. Wir häkeln jetzt 6 feste Maschen in diesen Fadenring rein. So, 1, na, 2, 3, 4, 5 und 6. So, jetzt können wir hier sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir ziehen unseren Fadenring. Wir haben den jetzt und wir ziehen hier einfach zu. So. Und fertig ist das Ganze. Und dann verschließen wir das noch mit einer Kettmasche. Das ist etwas friemelig. Na. So. Es geht nicht. Ich suche die Masche mal. Ich mach's mal gerade ohne euch. So. Also, eine Kettmasche einfach durch. Ja, häkelt nicht ganz so fest, ne? Ah, es ist jetzt nicht mein Ernst. So, also hier durch. Und hier durch. So, das war die erste Runde. Wir machen eine Luftmasche. Und dann hole ich mir einen Maschenmarkierer, um die Masche zu markieren. Was anderes macht auch sonst ein Maschenmarkierer, ne? Also gerade beim Häkeln habe ich gerne so einen, der, den man auf und zu machen kann. Fürs Stricken nehme ich gerne so Ringe. Aber gerade beim Häkeln, ja, der ist vielleicht jetzt auch etwas größer. Ich habe jetzt leider keinen kleineren. So, und jetzt häkeln wir einfach feste Maschen hier rein. Also 1 in das ganze V. Oh.
in das ganze V. Zwei, drei, vier, fünf. Na, unser Anfangsfaden. Sechs. Wieder durch. Und Kettmasche hier rein. So. Und das Ganze machen wir noch einmal. Eine Luftmasche. Unseren Maschenmarkierer da rein und unsere sechs Maschen häkeln. Und dann sehen wir uns wieder. Also ich bin jetzt noch einmal rum und habe meine Kettmasche. Jetzt machen wir wieder eine Luftmasche, hängen unseren Maschenmarkierer rein und jetzt verdoppeln wir jede Masche. Also wir gehen hier rein und häkeln eine feste Masche rein und noch eine feste Masche in die gleiche Masche. Das gleiche auf dieser Seite. Eine feste Masche und noch eine feste Masche. Die zweite. Dann die dritte. Eine feste Masche. Und noch eine feste Masche. Jetzt kommen wir an die vierte Masche. Eine feste Masche. Ne. Und noch eine feste Masche da rein. Die fünfte. Eine feste Masche. Und in die gleiche Masche noch eine feste Masche. Die sechste und letzte Masche, eine feste Masche und noch eine feste Masche. Und hier wieder eine Kettmasche. So, und eine Luftmasche. Wir versetzen unseren Maschenmarkierer wieder. Und jetzt in der nächsten Runde, wir haben ja gerade jede Masche verdoppelt. Jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. In der nächsten Runde jede dritte. So lange, bis wir insgesamt bei 30 Maschen sind. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich jede zweite Masche verdoppelt. Jetzt machen wir hier wieder unsere Kettmasche rein. Wenn sie denn möchte. Den Maschenmarkierer raus, unsere Luftmasche und den Maschenmarkierer wieder rein. So, und jetzt verdoppeln wir jede dritte Masche. Mein Gott. So, also jede dritte Masche. Wir fangen jetzt an. Eins. Zwei. Und die dritte Masche, die verdoppeln wir jetzt. So. Und so, und die ganze Runde rum. Und dann sehen wir uns hier wieder. Also eins, zwei und verdoppeln. Und drei.
bis wir wieder hier angekommen sind. So, jetzt verdoppeln wir jede vierte Masche und dann war es das eigentlich erstmal mit den Zunahmen. Dann werden nur noch Runden gestrickt, aber das zeige ich euch gleich. Also jetzt einfach jede vierte Masche verdoppeln. So, jetzt bin ich einmal rum. Jetzt machen wir hier noch die Kettmasche rein. Eine Luftmasche, unseren Maschenmarkierer wieder rein. Und jetzt häkeln wir 12 Runden lang einfach rum. Einfach 12 Runden lang unsere Maschen abhäkeln. Und wenn wir das gemacht haben, das ist übrigens das Schwänzchen, dann sehen wir uns wieder. Achso, ich habe diesen Maschenmarkierer. Es gibt auch Apps, die kann ich euch empfehlen, aber ich filme jetzt gerade mit dem Handy. Also, aber sonst zum Sockenstricken oder wenn ich, also zum Sockenstricken oder wenn ich unterwegs bin. Vor allem, wenn ich unterwegs bin und diesen Maschenmarkierer nicht dabei habe, dann nutze ich die App, um das Ganze so zu sagen. Ja, nach 12 Runden sehen wir uns wieder. So sieht's jetzt aus. Ich habe jetzt meine 12 Runden gehäkelt. Und wir fangen jetzt an, wie wir hier zugenommen haben, hier unten, nehmen wir jetzt hier oben ab. Wir nehmen jetzt jede vierte und fünfte Masche, häkeln wir zusammen. Also 1, 2, 3 und jetzt gehen wir in diese Masche rein, holen uns den Faden und in die nächste Masche rein, holen uns den Faden. Jetzt haben wir hier 3 Schlaufen auf der Nadel und dann gehen wir einfach durch alle 3 durch. Dann haben wir die erste Abnahme. Dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4 und 5 und gehen wieder durch alle 3 durch. So. Dann wieder 1, 2, 3, so 4 und 5 und wieder zusammenhäkeln. Und das machen wir jetzt die ganze Runde rum. Dann nehmen wir jede dritte Masche ab und wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir uns wieder. Also jetzt haben wir... Ich habe es hier durch den Maschenmarkierer gesichert. Jetzt fangen wir an zu stopfen schon mal. Jetzt gleich wird dann ja jede zweite Masche zusammengehäkelt. So, ich nehme jetzt einfach ein bisschen was von der Watte. Möppel das da rein. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Noch ein bisschen. So, ja, hier oben noch, aber da können wir wahrscheinlich auch gleich noch und dann, obwohl, ich glaube, das ist schon genug. Bisschen noch, wie ist das, Marianne? Ein bisschen geht noch. So, ja, ich finde das so gut. Und jetzt wird das Ganze zugehäkelt. Jetzt sind wir ja so weit, dass wir jede zweite Masche zuhäkeln. So, und das machen wir jetzt auch. So, na, komm her. 1. So. Einmal hier durch und hier durch und durch alle durch. 1 und einmal durch und zweimal durch. So, das machen wir dann die ganze Runde rum und zur Not stopfen wir da noch was rein, wenn Bedarf ist. Ich meine jetzt nicht, dass hier noch was, aber das sehen wir gleich. So, jetzt nehmen wir dann jede Masche ab, dass wir dann nur noch 6 haben. Und dann
häkeln wir das hier nochmal. Und dann häkelt ihr das Ganze 6-mal. Und dann sehen wir uns im Prinzip wieder. So. Ich meine jetzt nicht, dass ich hier nachstopfen muss. Und von daher lasse ich es so. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon zu viel. Zwei. Ui, nicht den Maschenmarkierer verlieren. Na. Drei. Vier Maschen haben wir jetzt. Fünf Maschen. Und die sechste. So. Hier wieder eine Kettmasche. Ne. Und eine Luftmasche. Und den Maschenmarkierer wieder versetzen. So, und wie gesagt, jetzt 2 Runden mit den rechten Maschen. Und dann wiederholt ihr das Ganze 6-mal. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier 6 Dinger gehäkelt. Das 7. Teil, das wird kürzer gehäkelt. Die hatten wir ja jetzt immer mit 12 Maschen zwischen den Abnahmen gehäkelt. Und hier können wir jetzt nur 8 häkeln oder ihr könnt es auch ganz häkeln. Es ist jetzt so, dass wir, ich kann es euch mal gerade zeigen. Das sind die Beine, so, das ist der Körper, das sind wieder Beine, diese. Und dann kommt jetzt quasi der Hals. Wenn ihr den Hals genauso lang haben wollt wie die Teile, da macht ihr den genauso lang. Wenn ihr den jetzt kürzer haben wollt, dann häkelt ihr jetzt nur 8 Zwischenrunden und ich mache das jetzt auch. Ja, und dann kommen noch nach diesem mit 8 rein, kommen dann noch 3 weitere, also dann hier dran, ne? Mit jeweils 12 rein und dann häkeln wir noch das Schnäuzchen, aber dazu sehen wir uns wieder. So, ich bin soweit fertig. Ich fülle jetzt das letzte Mal. Dann fehlt uns ja noch das Schnäuzchen und das ist mein Garten. Ich habe noch, ich habe bei dem 5. Ding hier schon gemerkt, dass es ziemlich eng wird. Habe mir noch eins bestellt. Das ist jetzt natürlich nicht da. Und dass es jetzt so eng ist, auf die allerletzten Meter. Ja, wer konnte das jetzt ahnen? So, ich fülle jetzt hier nochmal. Und dann sehen wir uns für die Schnauze wieder. Also ihr häkelt so weit zurück, dass nur noch 6 Maschen da sind. Und dann sehen wir uns wieder. Also wir haben jetzt hier nur noch 6 Maschen. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Und wir häkeln jetzt hier nochmal 2 Runden rum, wie wir es auch hier zwischen schon gemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder. Wolle, ich bin gespannt, wie weit ich komme. Also ich glaube, bei mir wird es eine Punktlandung. Diese Wolle habe ich noch. Wir verdoppeln jetzt die Maschen wieder. Von 6 auf 12. Und dann sehen wir uns wieder. Das machen wir einfach, wie wir es gerade gemacht haben. Immer doppelt in die Maschen reingehen. So, ich habe es jetzt verdoppelt. Und ich weiß es noch nicht. Ich mache es erstmal hiermit fest. Ich habe noch Wolle über. Ich könnte jetzt jede zweite Masche noch verdoppeln. Aber ich glaube, mir gefällt das so gut. Aber ich
zeige euch jetzt erst, wie man das zusammen macht. So, dann zeige ich euch mal, wie man das Ganze knotet. Also, das ist die Schnauze, das sind die Vorderfüßchen. So, das drehen wir erstmal so und die Schnauze hier durch. Ein bisschen mit Gewalt. Den restlichen Faden, den wir gleich vernähen. So, hier der Hals und wieder zwei Füßchen. Machen wir rum. Also so rum. Und dann drücken wir den Rest hier durch. So. Jetzt haben wir das so. Die Schnauze, die Öhrchen, die Füßchen, der Körper. Jetzt legen wir uns das wieder so hin. Die Füßchen. Und schieben das durch. Und fertig ist er, unser Luftballonhund. Weiß nicht, könnt ihr es sehen? Könnt ihr es sehen? So, jetzt gucken wir, was wir hiermit vorhaben. Ob wir das so lassen, das Schnäuzchen, oder ob wir das noch länger machen oder länger häkeln. Oh, da ist zu viel Wolle drin. So, und ansonsten haben wir ihn fertig, unseren Hund. Ich weiß nicht, ob ich hier noch länger häkeln soll oder nicht. Schreibt mal in die Kommentare, sagt mal was dazu. Ansonsten bin ich aber zufrieden mit dem Hündchen. Das ist jetzt für euch ein bisschen doof zu erkennen. Ha. Geil. Ja, und ihr könnt halt, wenn ihr das häkelt oder wenn ihr das machen wollt, könnt ihr halt gucken, dass ihr das Nippelchen noch ein bisschen länger lasst. Ihr könnt den Körper länger oder kürzer, den Hals länger oder kürzer häkeln. Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das als alle möglichen Farben nehmen. In Pink habe ich es gesehen. In diesem Grün, in Braun, in was weiß ich. Ihr könnt auch bunte Wolle nehmen, wenn euer Hund bunt ist oder wenn ihr das nach einem bestimmten Hund häkeln wollt. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal, was ich mit dem Schnäuzchen machen soll. Ich lasse den Faden mal noch. Ich bin mir ganz unsicher. Ich weiß es nicht. Ich frage mal meinen Mann, was er dazu sagt. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!